So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal einen Collector Booster, Midnight Hunt Innistrad. Wir hatten davon anscheinend noch ein paar bei mir in meiner Box liegen, was ich echt cool finde. Deswegen mache ich die jetzt mal auf. Die sind ja super unbeliebt. Die sind ja wirklich unbeliebt. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch kein Problem, wenn wir sie aufmachen. Wir haben Gavanny Trapper, 1 Mana 0-2, 2 Mana tappen, wir tappen eine Kreatur. Okay, nicht so verkehrt. 2 Mana ist halt leider teuer. Aber sonst eigentlich nicht verkehrt. Olivia's Midnight was? Guckt euch mal an, wie krumm diese Karte ist. What the fuck? Wie krumm? Krieg ich das rein? Ja, krieg ich rein. Nice. 2 Mana Instant, eine Kreatur kriegt -2/-2. Und wenn diese Kreatur, wenn es Nacht ist, kriegt diese Kreatur -13/-13. Lol. Okay. Das Artwork sieht cool aus, aber ja, -13/-13 ist ganz nett, aber. Ja, es muss halt Nacht werden und es wird vorher nicht Nacht und ja. Locked in the Cemetery. 2 Mana enchanten wie eine Kreatur. Wenn sie ins Spielfeld kommt, können und da 5 oder mehr Karten im Friedhof sind vom Gegner, wird die verzaubte Kreatur getappt und sie enttappt nicht. Ja gut, so Effekte haben wir immer wieder. Evolving Wilds. Tappen, voll schön. Opfern, steckt am Standard natürlich suchen. Das ist ein Feuling, das gefällt mir ganz gut. So, wie viele Kamms haben wir? 4 Kamms, genug, okay. Dann Ankamms, 2 Mana, 2/2. Wenn es Nacht ist, wird es wenn es nicht Nacht ist, Tag oder Nacht, dann wird es Tag. Und immer wenn Tag oder Nacht wechselt, können wir eine Karte ziehen. Wenn wir das tun, müssen wir eine Karte abwerfen. Oder? Ne, bis zu 2 Karten. Und wir können bis zu 2 Karten ziehen. Okay, egal. Crowborough's Cut Purse, 3 Mana 2/1. Wenn der ins Spielfeld kommt, können wir den machen. Und der transformieren für 2, fliegend Death Touch. Und wenn der von irgendwer auf den Friedhof gelegt wird, wird er stattdessen exiliert. Okay, nice. Plains, oh, die ist hübsch. Die ist wirklich hübsch. Das gefällt mir gut. Ups. Dann haben wir Gissa Granurous Recruiterer. 4 Mana 4/4. Immer wenn eine Kreatur, die den kontrolliert, sterben würde, wird sich das exiliert. Und zu Beginn eurer Versorgungsmanns bekommt ihr alle Kreaturen, die ihr damit exiliert habt. Sehr cool im Commander. Sehr, sehr coole Commander-Karte. Und sehr, sehr starke Karte tatsächlich. Ich bin mal gespannt, wie lange wir Gissa noch haben. Gissa ist eine coole Karte. Dann haben wir Sigardas Zealot. 5 Mana 3/3. Zu Beginn des Combats, oh, das ist ein Commander-Deck, wo es kein Commander-Deck gab, wo die drin sein hätte sein können in dem Edition. Egal. Zu Beginn des Combats auf eurem Zug könnt ihr eine beliebige Anzahl an Kreaturen mit verschiedenen Power wählen und jeder davon kriegt +x/+x, wobei x die Anzahl der Stärke von dieser Kreatur ist, was nicht schlecht ist. Was echt nicht schlecht ist. Dann haben wir Siphon Insight. 2 Mana. Wir gucken uns die obersten 2 Karten unseres Decks vom Gegner an. Wir exilen eine davon und legen eine davon unter das Deck. Wir können die Karte, die wir exiliert haben, casten und sie hat Flashback. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ja, mal gucken. Bury Breaker. 5 Mana 6/5 mit Ward 1 und mit Ward 3 auf der Knight-Seite. Da ist aber auch 8/7. Das Artwork ist hübsch. Das Artwork ist echt hübsch. Dann haben wir Tireless Housestar, 5 Mana, 4/5 Wachsamkeit und 6/6 Wachsamkeit. Das Artwork ist auch hübsch. So schön, so cool. Dann haben wir Graveyard Treepasser. Ward, discard a card, das ist sehr stark. 3 Mana, 3/3. Und immer wenn der ins Spielfeld kommt oder geflippt wird, können wir eine Kreatur aus dem Friedhof exilen. Und Gegner verliert ein Leben, wir kriegen ein Leben. Und das macht er hier auch, ist dann aber 4/4. Und, wir können 2 Karten. Wir können 2 Karten exilen und für jede Kreatur kriegt ihr ein Leben. Wir verlieren Leben. Andersrum, wir verlieren Leben. Egal. Kessing, ein Foil. Naturalist 202/2, der sieht cool aus. Human Werewolf. Wenn der angreift, kriegen wir ein rotes oder grünes und es entfernt sich nicht. Mit Daybound, Nightbound hat er dasselbe, nur das andere Werewolf von Wölfe. +1/+1 kriegen. Stark. Richtig, richtig coole Karte. Gefällt mir sehr, sehr gut, auch vom Artwork. Ach, es ist schön. Dann haben wir Falcon Pit Fighter. 1 Mana, 2/1, 2 Mana. Wir können eine Karte abwerfen, den Vampir opfern und 2 Karten ziehen. Können wir nur einmal pro Runde machen. Nur wenn der Gegner Schaden bekommen hat. Und Renan 7 und Zombie. Ja, und so viel dazu. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.